Squid Game war eins der meistgeschauten Shows in 2021, aber manches ergab überhaupt keinen Sinn. Was ist zum Beispiel mit dieser wackeligen Sicherheit los? Es gibt einfach viele Dinge an Squid Game, genauso wie an der Gesellschaft selbst, die null Sinn ergeben. Ooh, this is exciting. Gentlemen, this may be the deciding moment. Es versteht sich von selbst, dass Mordspiele rechtlich gesehen ein No-Go sind. Squid Game erklärt ausführlich, wie die Organisatoren der Spiele ihr höchst illegale Aktivitäten geheim halten. Zum einen findet die Veranstaltung auf einer abgelegenen Insel statt. Fast jeder, der an den Spielen beteiligt ist, trägt eine Maske von den VIPs bis hin zu den Wachen, wodurch sie alle anonym bleiben. Und fast alle Teilnehmer enden tot und erzählen daher keine Geschichten. Die Show macht auch deutlich, dass die VIPs die Elite der Gesellschaft sind und natürlich enge Beziehungen zu Politikern und den Behörden haben. Der Frontmann, der die Spiele leitet, hat sogar einen jüngeren Bruder, der Polizist ist. Vermutlich weiß zumindest ein Teil der südkoreanischen Regierung über die Spiele Bescheid und schaut einfach weg. Und die VIPs haben sicherlich genug Geld, um jeden zu bestechen, der Einwände haben könnte. Any objections? Not at all. Aber selbst wenn man all diese Faktoren berücksichtigt, ist es immer noch äußerst unwahrscheinlich, dass die Spiele so lange so geheim gewesen wären. Tausende von Menschen waren an der Durchführung der Spiele beteiligt, von den Bauarbeitern, die den weitläufigen Inselkomplex mit all seinen Todesfallen errichteten, bis zu den Arbeitern und den Wächtern in der Gegenwart. Den Gewinnern des Wettbewerbs ist es sogar gestattet, in die Gesellschaft zurückzukehren und ihr Leben fortzusetzen. Die Hauptfigur der ersten Staffel, Song Gi-yoon, der den Wettbewerb gewinnt, ist die erste Person, von der wir wissen, dass er Einwände gegen die Spiele erhebt und schwört, ihr Geheimnis aufzudecken. Sollen wir wirklich glauben, dass er der erste unter all den Gewinnern ist, der ein Gewissen hat? Alle Spiele in Squid Game sind tödlich, aber sie sind auch fair, oder zumindest sollen sie das sein. Als Gi-hun zustimmt teilzunehmen, stellt er fest, dass die Organisatoren der Veranstaltung versucht haben, gleiche Bedingungen zu schaffen. Kein Teilnehmer soll einen Vorteil gegenüber den anderen haben. Doch schnell wird klar, dass dies nicht der Fall ist. Teilnehmer können relativ problemlos Waffen oder andere Werkzeuge in die Einrichtung schmuggeln und werden für deren Verwendung nicht bestraft. In einem Fall treiben die Organisatoren des Spieles ihr Streben nach Fairness zu weit, indem sie einem bestimmten Teilnehmer seinen natürlichen Vorteil nehmen. Dies geschieht während des vorletzten Spiels, bei dem die Teilnehmer eine Brücke aus Glas überqueren müssen, ohne zu wissen, welche Platten ihr Gewicht tragen können. Die Organisatoren des Wettbewerbs schalten plötzlich das Licht aus, zum Nachteil von Spieler 17, der Glashersteller ist und daher zwischen gehärtetem und normalem Glas unterscheiden kann. Well, that's no fun. Auf einer Ebene macht es Sinn, dass die Spiele behaupten, fair zu sein, aber in Wirklichkeit es nicht sind. Der Kapitalismus soll ein System sein, das jedem eine faire Chance gibt, aber oft haben die Reichen und die Leute, die alles leiten, die ganze Macht. Es wird nie klar, ob die Organisatoren des Wettbewerbs sich ihrer eigenen Heuchelei bewusst sind. Oder ist das vielleicht der Punkt? Eine der Nebenhandlungen der ersten Staffel betrifft einen Polizisten namens Yoon-ho. Zu Beginn der Staffel versucht er, seinen vermissten Bruder zu finden, der Jahre zuvor nach der Teilnahme an den Spielen verschwunden ist. Angeblich sind die Sicherheitsvorkehrungen bei den Spielen extrem streng und die Wächter der Spiele müssen strenge Protokolle befolgen. Die Wächter mit dem niedrigsten Rang dürfen nicht einmal sprechen, wenn sie nicht angesprochen werden. Wie die Teilnehmer werden die Wächter ständig von Überwachungskameras überwacht. Sie sind außerdem mit Mikrochips versehen und werden regelmäßig durch ihre Maske hindurch Gesichtsscans unterzogen. Schließlich ist die Strafe für das Eingreifen in die Spiele oder das Abnehmen der Maske vor einem Spieler der Tod. Und doch gelingt es Yoon-ho, ohne große Schwierigkeiten auf die Insel zu gelangen. Er muss nur auf eine Fähre schleichen, einen Wächter niederschlagen und ihm seine Uniform abnehmen. Er bricht die Regeln nicht sprechen, wenn man nicht angesprochen wird, erklärt aber einfach, dass er neu ist und die Regeln nicht versteht. Und der misstrauische Wächter ist zufrieden. An einer Stelle nimmt er sogar seine Maske in seinem Zimmer ab, um zu essen. Dies geschieht vor den Augen der Überwachungskameras, aber niemand bemerkt, dass sich ein Fremder in ihren Reihen befindet. Sicher, es wäre wahrscheinlich nicht zufriedenstellend gewesen, wenn Yoon-ho in dem Moment hingerichtet worden wäre, indem er die Fähre betrat, aber da in Squid Game so ausführlich erklärt wurde, wie uneinnehmbar die Insel ist, sticht dies etwas hervor. Einer der Hauptschurken in Staffel 1 ist der Frontmann, der mysteriöse Organisator der Spiele, der an seiner polygonalen schwarzen Maske zu erkennen ist. Schließlich stellt sich heraus, dass der Frontmann nicht nur Junhos Bruder ist, sondern auch ein ehemaliger Gewinner der Spiele. Das wirft noch mehr Fragen auf. Als Überlebender der Spiele hat Yoon-ho mehr als genug Gewalt und Tod erlebt. Warum also sollte er die Seiten wechseln und für die Menschen arbeiten wollen, die dafür verantwortlich sind? Vermutlich wird Staffel 2 einiges zu Yoon-hos Hintergrundgeschichte erzählen und seine Motivation erklären. Brother, you know why?
Aber die größere Frage ist, warum die VIPs, denen die Spiele gehören, das erlauben würden. Der Manager vor Ort ist eine Position mit großer Verantwortung. Jemand, der sowohl die Sicherheit der Veranstaltung als auch die VIPs selbst gewährleisten muss. Einen ehemaligen Kandidaten in diese Rolle zu stecken, nachdem er gerade ein Spiel überlebt hat, das von Natur aus ausbeuterisch und unfair ist, erfordert einen enormen Vertrauensvorschuss, dass Inho sich nicht einfach umdreht und Rache nehmen würde. Andererseits ist Squid Game eine große Allegorie dafür, wie kaputt und hoffnungslos der Kapitalismus ist. Wenn die Spiele selbst logisch und effizient ablaufen würden, würde das den ganzen Sinn der Show untergraben.